Was sagt die Karte? Die Karte sagt einmal runter und dann entscheiden. Oh, das war knapp. Oh. 2800 Gold. Sehr schön. Da können wir uns gleich nettes Spielzeug von kaufen. Kein... Ne? Genau das. Ich hasse das Ding. Bin schon fast versucht, absichtlich da in den Stachel reinzuspringen. Damit das Ganze sein Ende nimmt. Aber ich denke, mein Tod kommt eh gleich. Das passt schon. Sag ich ja. Oh. Alles auf einen Haufen. Sehr nett. Oh. Und dann haben wir alles eingesammelt. Zehn. Glaube zumindest. So, schieß. Gut. Oh, Truhe. Sollte öfters mal auf die Minimap gucken. Zehn. 3200 Gold. Kein Springen. Müssten wir also fliegen können, das können wir noch nicht. Morgensterne gegen Schakram. Nö. Oh. Unser Ende. Ja, oder auch nicht. Okay. Ja, in dem engen Raum sind den Stacheln nicht ganz so toll. Kommen wir nur ein, zwei überhaupt durch. Oben. Oh. Ja. Oh. Nein. Doofes Ding. Auch noch eine Luft erwischt. Das verteilt das Ganze so schön. Hops. Oben rechts ist eine Truhe. Gucken wir nochmal ganz kurz, was hier unten los ist. Viele Gegner. Keine Gegner. Und noch mehr Gold. Ja, sehr schön. Also wir kaufen uns... okay, machen wir die Tool zuerst. Wir kaufen uns die Brustplatte. Oh. Und dann versuchen wir weiter, das Durchmixen von den Kindern zu bekommen. Wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Hops. Nein. Wo geht's weiter? Rechts. In dem langen Raum. Was war der lange Raum? Nein. Nein. Ah! Ich hasse diesen Fluch. Hasse, 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 hasse ihn. Ja. Oh. Boss ist tot, aber nervig. Wir haben einen Shinobi, der klein ist und Angst vor Hühnern hat. Wir haben einen Shinobi, der groß ist. Wir haben Archmage. Hm, ich glaube, ich nehme den hier. So, 2911. Gucken wir erstmal, was wir so hier haben. Mehr Angriffskraft. Das nehmen wir doch schon mal. Hier haben wir schon was Gutes. So, Silberbrustplatte plus 9. Plus 45 Rüstung. 50 Gewicht mehr. Also müssen das zweimal aufstufen. Ja, das macht weniger Rüstung und weniger Lebenspunkte. Ne, wenn dann gleich die hier. So, also... zweimal Gewicht. Können wir nicht. Gold ist alle. Ah ne, 10 Gewicht fehlen. Okay, aber das kriegen wir hin. 500, 600 Gold für das Upgrade. Passt schon. Und mit dem kleinen Shinobi hier sollten wir uns gleich in ein schwieriges Gebiet wagen. Denn der dürfte ganz schön reinhauen. Alle hopp.
Ja, er one-hitted Level 1 Gegner. Oh. Ah, ja. Irgendwas was gerade verkorkt. Oh. Da oben. Warte mal, Hühnchen zählen die als Gegner? Ich probiere mal ganz kurz was. Nee, leider nicht. Schade. Jetzt hätten wir uns die so auch bewahren können. Oh. So, Gegner werden größtenteils ignoriert. Für Lebenspunkte holen später. Oh. Alle Gegner besiegen. Yeah. Oh, ist da ein Eingang? Irgendwo oben? Nee. Schade. Das hätten sie ruhig machen können für Zwerge. Statuen bleiben stehen. Sichel. Statt teleportieren. Nö. Auch wenn ich teleportieren oft vergesse. Au. Zing. So, und Gold. Sehr schön. Lebenspunkte sind fast voll. Bald müsste gleich kommen. Also wir könnten auch Maya versuchen, aber ich denke mal, das ist zu hoch gegriffen. Oh. Schlechte Ecke. Ja, Lebenspunkte sehen nicht mehr so gut aus. Komm her, Geist. Ja, sehr schön. Trotzdem würde ich eigentlich ganz gerne wieder zurück und versuchen, die Lebenspunkte hochzubekommen. Also dahin und dann nach rechts unten halten. Nur halt diesmal alles an Gegnern umbringen, das wir sehen wegen Life Leech. Wow. Aha. Hühnchen? Nö. Okay. Oh, hallo. Oh. Dezente Abkürzung und da ist ein Hühnchen. Was auch immer da jetzt schon ein Hühnchen macht. Wir müssen es erst hauen. Oh, aber das gehaute Hühnchen gibt auch Life Leech. Das ist ja praktisch. So, kaputt. Aha. So, Lebenspunkte fast wieder voll. Das schaut gut aus. Zing. So, 126 von 150. Und schon 770 Gold. Oh, Hühnchen. So, volle Lebenspunkte. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch... Ups. Zurück zu dem Teleporter. Oder einen anderen Teleporter finden. Ja. Da hingen wir gerade komisch an der Wand fest. Zing. Andere Teleporter. Hallo Hölle. Drei Schläge für den Gegner aus der Hölle. Echt schick. Hier so ein Ding ins Sinn. Nur für den Fall, dass der hier gleich irgendwie Unsinn macht. One-Hit. In der Hölle. Sehr schön. Oh, ich mag den Shinobi. Also für so eine Exkursion in schwierige Gebiete. Und da ist ein Hühnchen, das wir gar nicht brauchen. Das ist der einzige Weg. Okay. Sehr cool. Eis. Nein, nicht gegenspringen. So.
Guardian-Helm. Das Guardian-Zeug finden wir jetzt irgendwie wesentlich früher als beim ersten Hauptanlauf quasi. Auch komisch. Na gut. Zing. Zing, zing. Oh. Drei Sch... Ah, dober Zombu. Das ist mir bestimmt so risikolastig. Oh, oh, oh. So, du wärst schon mal tot. Du stürmst gleich. Du bist tot. Komm schon, Hühnchen. Hühnchen. Sehr gut. Halbe Lebenspunkte. Und wir prügeln uns fleißig durch die Hölle durch. Komm her. Zum Mona. Dich auch noch mit. Ja. Ist bestimmt gleich. Wow, okay. Nicht weg. Warum verschwindest du mal in die Wände? Weil du es. Ja. Kannst, ja. Ein Treffer noch. Oh, oh. Ja. Komm schon, Kisten. Gib mir ein Hühnchen. Nein. Und kaputt. Aber ein sehr schickes Leben. Mehr als anderthalb Reihen, mehr als 1000 Gold. So muss das sein. Also wir haben einen Miner mit HP und MP vertauscht. Ein Archmage und ein Assassin, der sich schneller bewegen kann. Ja komm, nehmen wir dich. Also 1520. Wir wollten... Ah, stimmt, genau. Wir wollten einmal Gewicht kaufen. Ja. Dann dich anziehen. Sonst... Ja, das können wir auch noch kaufen. Weniger Lebenspunkte, mehr Mana, mehr Rüstung. Ich will nicht weniger Lebenspunkte. Absolut nicht. 4 Crit Chance, 15 Crit Damage. Braucht mehr Gewicht. Nö. Haben wir irgendwas hier noch? Nein, für 450 Gold. Nee. Na gut, dann halt für Charon. Alle hopp. So, und seine Spezialfähigkeit war jetzt unsichtbar werden und auch nicht getroffen werden können. Richtig? Das habe ich noch nicht wirklich getestet. Sollten wir gleich mal machen. Vor allem auch, ob Stacheln mit dazu ziehen. Er kriegt noch Schaden. Okay. Das ist fair geklärt. Kriegt er auch Schaden von Gegnern? Nein, von Gegnern nicht. Nur von der Umgebung. Das ist sehr praktisch. Muss ich nur schnell genug auf die Taste kommen, wenn ich sehe, dass ich getroffen werde. Was recht unwahrscheinlich ist, aber okay. Zing. Was machen wir mit ihm jetzt eigentlich? Er macht mehr Crits und mehr Crit-Schaden. X. Plus 15 Crit-Chance, plus 125 Crit-Damage. Dafür weniger HP, Mana und Stärke. Also wenn wir Glück haben, macht er mal einen tollen Treffer. Ansonsten ist er allgemein in allem schlechter. Blue Cape. Das heißt, was machen wir mit ihm? Versuchen wir, einen Boss anzugehen? Das wird er nicht überleben. Wow. Versuchen wir, in ein High-End-Gebiet zu kommen? Wird nichts bringen, da er genauso viele Schläge braucht wie ein Miner oder sonst was. Weil er halt nur ganz selten mal einen Schlag landet. Weiß nicht. Ich glaube, ich wusel einfach einmal das Einhorngebiet so gut es geht durch. Und wenn er stirbt, stirbt er halt. Au. Au. So wenig Schaden macht er gar nicht. Also selbst ohne Crits. Okay. Magierwunde ist schon mal das Wichtigste. Oh, und Cheater-Magier. Hier ist auch eine Kiste.
Eisenkiste für Ausrüstung. Oh, doch nicht. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass die Eisenkisten fast immer die Blaupausen haben. Kein Gold. Aber na gut. Zing, zing, zing. Das sind schon über 1000 Gold. Sehr schön. Ah, ja. Maja. Ja, komm. Ein bisschen austoben tut immer gut. Nicht Wölfe, nicht Wölfe. So, Kiste. 1400 Gold. Schon mal sehr schön. Sonst ist hier eine Kiste. Zip, 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 zip. Du sollst da bestimmt nicht sein. Komisches Ding. Oh, da war ein Crit und es war kein One-Hit. Na gut, wir sind ja auch im Maya-Bereich, aber trotzdem ist es ein bisschen komisch. So, klick. Noch mehr Gold. 1800. Also er ist vielleicht nicht so gut vom Charakter selber. Aber der Char hat einmal noch tierisch Glück gerade, was die Räume angeht. Au, tobe Kiste. Zing, 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 zing. Ah. Ja. Komm schon, gib mir ein Hühnchen. Das sind so viele Kisten.